Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Eike von Keines Wars Knecht und David. David von Keines Wars Knecht, genau. Talk aus der Wachstube, das creepige einmal in der Woche Abendsendungsprogramm von uns. Für alle, die heute zum ersten Mal zuschauen, ihr müsst euch ein bisschen vorstellen, es ist Veranstaltung, es ist Feierabend, das Publikum ist weg, deshalb dürft ihr hier auch gerne ein Bierchen auf Flaschen trinken oder eine rauchen. Das ist hier völlig legitim. Hallo in den Chat, ich sehe schon, die ein oder anderen sind da. Unser Thema heute haben wir mal genannt von Henkern und Scharfrichtern oder Nachrichtern oder gibt ja unendlich viele Namen, Berufsbezeichnungen, wie auch immer. Und das, ja, wir haben letzte Woche überlegt, jo, machen wir mal ein Thema, setzen wir uns fest, das machen wir jetzt und hab da bei den Recherchen erstmal so im Netz querbeet geguckt, was gibt's denn, was gibt's denn nicht. Und festgestellt, bei allem, was man so findet über Henker und Co., wird ganz schnell hemmungslos einfach alle Jahrhunderte in einen Pott geschmissen. Und man muss dann alles sehr gut sortieren. War so mein erster Eindruck bei dem Thema. Das hat wirklich irgendwie, ja, dieser Berufsstand hat ja einen mega Wandel irgendwie gehabt. Hat sich ja viel getan. Fürs Mittelalter kann man uns noch sehen, es räuchert gerade extrem. Allerdings. Fürs Mittelalter ist, glaube ich, das erste Mal ein Scharfrichter urkundlich erwähnt, 1276. Ich glaube, in Augsburg. Die wird es sicherlich vorher auch schon gegeben haben, denn die Todesstrafe ist, möchte ich mal behaupten, so alt wie die Menschheit. Also die Römer haben schon, die Griechen haben. Naturvölkern gab es das, also Todesstrafe war eigentlich überall. Ne? Allerdings. Kann man so sagen. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die Todesstrafe fast so alt wie die Menschheit. Und letztendlich ist es ja hier in Deutschland gibt es die Todesstrafe nicht mehr seit, ich glaube, 49. Wann ist die deutsche Verfassung in Kraft getreten? 49, ne? Ich kann es dir nicht genauer sagen, ich weiß nur, irgendwo wurde sie, glaube ich, offiziell noch gar nicht abgeschafft. In Thüringen oder? In Hessen. In der hessischen Verfassung gibt es immer noch die Todesstrafe, die natürlich, das Grundgesetz geht ja drüber und deshalb musste man das nicht ändern. Bayern hat zum Beispiel die Todesstrafe aus der bayerischen Verfassung auch erst, ich glaube, in den 90ern entfernt. Bis dahin hatten sie das noch. Also das heißt, wir sind ja das erste Mal quasi auf deutschem Boden seit roundabout 70 Jahren ohne Todesstrafe. GP. Ne? Sonst, ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber vorher war das halt gang und gäbe, solange Menschen gedenken, behaupte ich mal. Ja, mit Sicherheit, ne? Und gerade die letzten Züge der Todesstrafe, also in der Recherche zu Henkern, Scharfrichtern und so, kommt man ja auch ganz schnell auf die letzten Henker, die wir so hatten in Deutschland. Und auch dann in so moralische Grundfragen, die ich aber gar nicht hier erläutern oder diskutieren möchte. Also auch nicht im Chat oder sonst irgendwas. Also weil das ist ein hochphilosophisches Thema letztendlich nachher. Darum soll es hier nicht gehen. Aber interessant fand ich halt, dass der letzte Richter erst viel für die Nazis hingerichtet hat. Dann wurde Bayern besetzt, dann hat er für die Amis viel hingerichtet, und zwar Nazis, und dann hat man ihn vor Gericht gezogen. Ja. Irgendwie, ne? Und seine Verteidigung beruhte halt darauf, er sei ja schließlich nicht der Richter, also er hat das Urteil halt nicht gefällt, sondern er ist halt nur der Nachrichter und hat das Urteil dann vollstreckt. Ja. So, und da kann man lange drüber diskutieren, über das Hin und Wieder, ob das richtig ist oder nicht, und das möchte ich heute aber nicht, da will ich mich gar nicht drauf einlassen, das ist, glaube ich, auch da muss, glaube ich, jeder ganz stark auch so für sich gucken. Ja, von der Sicherheit. Und nie auf einen Nenner kommen mit allen. Absolut nicht. Also das ist auch ein ganz anderes Thema. Also darum soll es heute auch gar nicht gehen. Ja, dann weiß ich gar nicht, ob er im Chat ist. Der Thomas, der war für mich in meiner Recherche Anlaufpunkt Nummer 1, weil Thomas damit sein Hobby mal begonnen hat. Das war so sein Einstieg und der auch cool, sowas als Einstieg zu wählen. Ist ja schon sehr umfangreich und genau, es ist komplex. Ein sehr umfangreiches Thema, ein sehr komplexes Thema.
er konnte mir ja ein paar nette Internetseiten empfehlen. Mensch, lies da mal, guck da mal. Und was ich noch viel spannender fand, er konnte mir ein paar Bücher empfehlen, die ich mir dann auch sofort bestellt habe. Die sind halt erst gestern gekommen, also deshalb habe ich die Bücher noch nicht überflogen, angelesen, quer gelesen und kann jetzt schon sagen, die sind ihr Geld locker flockig wert. Und zwar sind das die Publikationen vom Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber. Ich glaube, das heißt sogar genau mittelalterliches Kriminalmuseum. Hast du da einen Link irgendwie bereit, liebe Regie? Nee, packen wir in die Videobeschreibung dann im Anschluss. Also mittelalterliches Kriminalmuseum Rothenburg ob der Tauber. Und die haben eine ganze Buchreihe zu diversen Themen. Und deren Schwerpunkt ist natürlich Kriminalgeschichte und im Mittelalter, ich zeig mal das Hauptwerk da, also mal kurz in die Kamera. Justiz in alter Zeit. Das hat, glaube ich, nicht mal eine ISBN-Nummer, weil man kann diese Bücher, glaube ich, nur über den Museumsshop bekommen. Kriminalmuseum.eu war das zumindest mal. Steht hier vorne drinnen. Und was an diesem Buch einmal sehr spannend ist, weil das hat man ganz selten in diesem Hobbybereich, dass ein Fachbuch relativ preiswert ist. Wir kommen hier mit 500 Seiten daher für, was hatte ich vorhin gesagt, 12,80 Euro oder irgendwie sowas. Und dieses Buch Justiz in alter Zeit deckt erstmal unendlich viel ab über die erste Rechtsprechung, den Sachsenspiegel als erstes ja, ich sag mal, juristisches Buch, könnte man grob sagen. Gewohnheitsrecht wird im Sachsenspiegel halt genauest beschrieben. Und das ist auch mit Abbildung und wie man sich so ein Fachbuch halt wünscht, mit allem drum und dran. Das ist hier zum Teil Karl den Großen, glaube ich, so ganz grob. Ich hoffe, da jetzt kein Bock misserzählt zu haben. Und es reicht für Bilder mit Quellenangaben. Also das ist schon, glaube ich, fast so ein Standardwerk. Ich wüsste jetzt kein... Also ad hoc ist mir kein besseres Buch über den Weg gelaufen, das dieses Thema behandelt. Ich habe es ja auch eben mal kurz durchgeblättert und das ist schon sehr nett, muss ich mal sagen. Und es gibt halt nicht nur dieses Buch, sondern eine ganze Liste an Büchern, kann man sich da mal angucken auf der Homepage. Unter anderem habe ich da, das finde ich auch ganz nett, Bilder aus dem Kriminalmuseum. Das ist alles, was sie so an Abbildungen haben, was in dem Museum auftaucht, ist hier nochmal drinne, schön Farbe, Hochglanz, mit Quellenangaben, wo die genau herkommen und sehr gut sortiert auch. Und so ein Heftchen kostete 3,60 Euro oder sowas in der Art. Also es ist auch noch spottgünstig. Bis hin nachher Bilder von Exponaten, die sie ausgestellt haben und so. War da wieder das Gerichtszepter? Das kannst du doch einfach mal in die Kamera zeigen. Nee, es war da nicht. Nee, auf der anderen Seite, noch davor. Noch davor? Ja, ich glaube schon. Da kommen wir später zu, wenn die Kinder schlafen gegangen sind. Ach so. Also das ist auf jeden Fall ein unendlicher Quell an geballtem Wissen in mehreren Bänden. Also das kann ich absolut empfehlen. Mal kurz im Chat gucken. Erstmal moin Doxen und Co. Moin Philipp. Ah, in der DDR gab es die Todesstrafe noch bis 72, lese ich gerade von unserer Regie. In der DDR, oder? Okay. Genau, die Masse der Exponate sind ab Ende 16. Jahrhundert und jünger, sagt gerade Vero. Das ist auch tatsächlich, wenn man einfach nur mal Google-Bildersuche eingibt nach Richtschwert und Co. Die meisten, die man tatsächlich findet, sind aus dem 17. Jahrhundert. Man muss schon lange suchen aus dem 16. Jahrhundert. Ich habe heute eigentlich versucht, ein Bild von einem Richtschwert zu finden aus dem 15. Jahrhundert oder frühes 16. Das war in einer halben Stunde mal nicht ebenso machbar. Okay. Irgendwie, also gibt es sicherlich, muss ich nochmal näher nachsuchen. Und ein anderes Buch, was ich auch noch empfehlen möchte, weil ich damit jetzt am meisten angefangen habe zu lesen, ist Der Scharfrichter
Ein Henkersleben in Nürnberg des 16. Jahrhunderts. Das ist kein Roman, sondern auch ein Fachbuch, auch wenn das ein bisschen aussieht wie so ein Roman. Könnte sich optisch fast einreihen mit der Wanderhure und wie sie alle heißen. Nee, ist aber ein Fachbuch. Da geht es um Aufzeichnung von einem Scharfrichter aus dem 16. Jahrhundert, der auf 13 Seiten quasi seine Tätigkeiten beschrieben hat. Also die Leute, die er umgebracht hat, also enthauptet hat, die anderen Strafen, die er vollzogen hat und so weiter und so fort. Und er hat diese 16 Seiten auseinandergedröselt, geforscht nach den Hintergründen, wer war dieser Mensch, wo kommt er her, was hat er später gemacht, wer war sein Vater. Und das wird hier halt haarklein beschrieben mit den ganzen Begleitumständen jener Zeit, um das natürlich auch deutlich zu machen und zu erklären. Kann ich sehr empfehlen, das Buch. Das finde ich super. Das sind so erstmal die Primärquellen, hätte ich fast gesagt. Nee, also die roten Bücher, da sind unendlich viele Quellen drin, die ich hauptsächlich jetzt herangezogen habe. Plus natürlich den ersten Grobriss, einfach mal aufrufen bei Wikipedia und einmal ganz kurz querlesen. Also mache ich ganz häufig, dass ich, wenn mich ein Thema interessiert, erstmal Wikipedia aufrufe, einmal so querlese und erstmal gucke, was gibt es denn da so und dann gehe ich weiter. So habe ich mich in der letzten Woche zumindest erstmal grob damit beschäftigt. Genau, und dann will ich aber jetzt noch ein Stück weiter zurückgehen. Meine erste Begegnung mit dem Henker. Wenn da mal die Regie das Bild reinschmeißen könnte, kann man das jetzt gerade sehen. Ihr seht da gerade im Hintergrund eine Europa-Langspielplatte für Kinder, Robin Hood. Und ganz klar, da ist irgendwie ein Henker zu sehen, wie wir uns den als Kind, als Jugendlicher und auf vielen komischen Mittelalter-Veranstaltungen, die es so gibt heutzutage, so flitzen die da irgendwie rum. Und das ist fernab jeglicher Realität. Also diese knallrote Kuckucks-Clan-Maske, die er da aufhat. So. Und ich glaube, dass diese Bilder, also ihr habt da halt viel, wie kommt das? Wie haben wir so ein komisches Bild vom Henker mit dieser Henkersmaske und Co., die es durchaus später gegeben hat. Aber halt erst später, und zwar so richtig später. 18., 19. ging es langsam los. Aber halt vorher gar nicht. Aber trotzdem haben wir halt dieses Bild. Und ich glaube, viel ist die Schriftstellerei der Romantik so im 19. Jahrhundert dran schuld, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Was ich auch gelesen habe, fand ich sehr spannend, dass Aufzeichnungen oder Bücher von Henkern im 18. Jahrhundert schon so richtige Bestseller waren. Okay. Im 19. Jahrhundert auch. Also da sind die Leute drauf abgefahren. Aber ich meine, die Leute fahren auch heute auf True Crime, Story, Dokus und alles ab. Also das ist nicht großartig anders. Endlich ein Beweis für das Beil. Ja, das Beil. Habe ich auch lange jetzt ein bisschen hin und her gegoogelt. Ich meine, es gibt Richtbeile, es gibt Richtschwerter. Ich habe irgendwo gelesen, kann die Quelle aber noch nicht genau, also ich kann auch nicht sagen, konnte auch nicht nachprüfen, ob es stimmt, dass zum Beispiel hier bei uns Europa festlandmäßig, also Deutschland, Italien, Frankreich und Co. überwiegend mit dem Richtschwert enthauptet wurde. Und in den skandinavischen Ländern zum Beispiel oder auch in England wesentlich öfter das Beil zum Einsatz kam. Ja, das hatte ich wiederum gelesen, dass es halt mit dem Richtschwert in Europa halt wesentlich später kam. Erst wohl so ab 1300 schieß mich tot irgendwas. Und dass man vorher wirklich auch noch mit dem Beil sehr viel gerichtet hat. Wahrscheinlich. Also wie also auch hier. Eingangs erwähnt sind die ersten Aufzeichnungen von Scharfrichtern in Deutschland halt aus dem 13. Jahrhundert. Also vorher gibt es nicht mal Schriftquellen über Scharfrichter. Und wenn wir mal das andere Bild reinschmeißen können. Das hätte ich hier extra markiert, um dir das auch nochmal zeigen jetzt. Und zwar geht das um die Darstellung verschiedener Strafen, glaube ich, müsste das Bild heißen. Liebe Regie. Bild später? Nee, das kommen wir erst später, das andere. Einspiegeln? Ja, genau. Okay. Ja, ich kenn's. Das Bild ist mir relativ früh über den Weg gelaufen. Weil das ja irgendwie so das, ja, alles abdeckt erstmal so ganz grob an Tätigkeiten, die der Henker als Henker macht. Was ich an dem Bild sehr interessant fand, dass das auf mich wesentlich später wirkte, als es tatsächlich ist. Die Abbildung ist von 1508. Ich finde schon sehr interessant, so wie schnell, rasant sich die Mode tatsächlich von
späten 15. bis ins frühe 16. verändert hat. Aber das ist so ein Thema, das fasziniert mich sowieso immer wieder. Ja, danke. Kommen wir vielleicht wieder nochmal drauf zurück aufs Bild. Da gab es mal so einen großen Überblick. Aber vielleicht erstmal, wie wird man Henker, ist immer nicht so genau beschrieben. Es ist halt ein sehr unehrenhafter Beruf. Ich behaupte mal, die meisten Leute, die Henker geworden sind, sind es nicht freiwillig geworden, sondern aus der Not heraus, weil sie keine anderen Möglichkeiten hatten. Also man ist quasi in so eine Henker-Dynastie hineingeboren und kam da ja auch nicht so ohne weiteres wieder raus, weil man ja gar nicht die Rechte hatte, die man so gebraucht hätte. Also Henker durften, oder wenn aus Henkersfamilien kommen, durften keine Universitäten, keine Schulen besuchen. Du durftest kein Handwerk erlernen, also die meisten Handwerke nicht. Da haben sich die Zünfte lange gegen geweigert. Obwohl es sogar, ich glaube von Kaiser Maximilian gab es schon einen Erlass, dass Henker schließlich auch andere Handwerksberufe erlernen sollen dürften. Sich die Zünfte aber nicht dran gehalten haben, gesagt, nee, ist nicht. Da könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Das machen wir nicht. Und aufgrund dessen hatten sie nicht so viel Jobauswahl. Also ich glaube, sehr beliebt war der Abdecker noch nebenbei oder zusätzlich. Und alles, was auch aus heutiger Sicht quasi eher zu diesen unreinen Jobs zählt, irgendwie Kloaken auslernen und. Aber hauptsächlich, glaube ich, Abdecker nebenbei, weil dieses Henken oder Nachrichten ist ja kein Job, der ein zuverlässig, stetiges, gesichertes Einkommen unbedingt immer sichert. Also ja. Du hast halt mal eine Hochphase und es geht voll ab. Und obwohl ich gelesen habe, dass halt auch speziell im Mittelalter, immer wenn von dem Büttel die Rede ist, gerade im norddeutschen Raum, dann war damit eigentlich hauptsächlich der Henker gemeint. Okay. Weil das wohl das norddeutsche Wort für Henker ist. Man sagt ja auch Büttel. Der Gerichtsbüttel. Genau. Also der Tüdel da halt für die Rum so, ne? Was ich ganz nett fand, in einem Radio-Podcast, da hatte man den Beruf des Henkers auch, und ich glaube, das ist auch richtig, das gehörte halt zu den systemrelevanten Jobs. Also eine Gesellschaft, die halt auch mit Todesstrafe fungiert oder mit Folter oder was auch immer, die sich so alles einfallen lassen hatten, brauchten ja auch immer permanent irgendjemand, der diesen Drecksjob macht. Ähnlich wie quasi auch Müllabfuhr ja ein systemrelevanter Job ist und irgendeiner muss es halt machen. Und das Schwierige war halt, wenn man erstmal in diesen Tretmühlen rum drinne war, kam man halt nicht wieder raus, weil man halt keine Rechte und Privilegien hatte, da wegzukommen von. Außer wenige Ausnahmen. Also das Buch, das erwähnte Eingangs mit dem Henkersleben aus Nürnberg, das war eine ganz kurze Henkersdynastie. Da war der Vater Henker und der Sohn war Henker. Und der war so erfolgreich, nicht nur als Henker, sondern auch als Heiler, dass er im hohen Alter die Bürgerrechte zurückerhielt und als Arzt am Hofe gearbeitet hat. Ich weiß nicht bei wem, aber das kann ich nochmal näher raussuchen, wen es interessiert. Und es gibt halt auch Textquellen von Henkern, die quasi so gut verdient haben, dass die sich quasi die Bürgerrechte erkaufen konnten. So, immer so, also man war nicht zwangsläufig immer in dieser Tretmühle drin, obwohl das sicherlich die absoluten Ausnahmen sind, die so besonders sind, dass man von denen erfährt, halt, weil das irgendwas Besonderes halt war. Ansonsten haben, glaube ich, viele auch tatsächlich nebenbei als Pferdedoktor in Anführungsstrichen gearbeitet, weil sie halt auch an vieles rangekommen sind. Ne? Also was die Hundefett für Salben, für Pferde zu behandeln, herzustellen und Co. Als Abdecker hatten sie halt die Möglichkeit und kamen näher ran. Und man geht auch davon aus, dass so ein Henker immer sehr gute medizinische Kenntnisse hatte. Weil es ja letztendlich auch in seinem Job auch dazugehörte, bei Folter und Co. die Leute eben nicht umzubringen. Oder wenn Leute gefoltert wurden und dann später hingerichtet, musste aber auch der Henker die Leute für die Hinrichtung erstmal wieder herrichten. Das also war sowieso grundsätzlich so, dass wenn du gefoltert wurdest, das lief ja alles nach einem strengen Prozedere ab. Und in der Regel ist es wohl so gewesen, dass du so eine Befragung, die du halt während der Folter hattest, so um die 15 bis 60 Minuten gedauert hat. Geht man davon aus. Mhm.
Und dass du dann auch mehrere Stunden bis zu Tage, je nachdem wie extrem du gefoltert wurdest, halt auch eine Regenerationszeit hattest. In der sich dann auch der gleiche Typ, der dir die Zangen angesetzt hat und Daumenschrauben und sowas, der hat sich dann halt darum gekümmert und dich wieder hochgepäppelt. Genau, und hat sich danach wieder fertig gemacht halt. Genau. Na, also, gibt es irgendwie Fragen aus dem Chat, so dann einfach raushauen, rausballern? Was ich aber auch noch, haben wir uns ja eingangs vorhin kurz darüber unterhalten, dieses Ding, durften Henker in der Stadt wohnen oder nicht, oder mussten sie vor der Stadt hausen? Die waren nicht sehr beliebt, also man wollte mit den Leuten ja auch nichts zu tun haben, letztendlich. Aber es war nicht zwangsläufig, dass sie außerhalb leben mussten, aber viele Henker waren halt Abdecker nebenbei. Das wird der Hauptgrund gewesen sein. Und ein Abdecker wollte keiner, also es geht nicht um den Schlachter, und der war schon nicht der beste, angesehenste Job, sondern um den Abdecker, und den wollte keiner haben vor der Haustür. Ja. Na, und also ich habe es zum Beispiel gelesen gehabt über die Henkers-Dynastien aus Brandenburg. Und da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, da gab es eine Büttelgasse, die aber direkt quasi Zentrum der Stadt war. Und dass man auch davon ausgegangen ist, dass da halt die Henker gewohnt haben. Ne? Die haben dann von der Stadt ein Haus gestellt gekriegt. Ja, ist bei dem Henker, der nach Nürnberg gegangen ist, auch. Der musste sich halt dort bewerben. Also das war nicht so, dass die Nürnberger gesagt haben, so, zack, der ist jetzt Henker oder so, sondern der hat sich richtig drauf beworben auf diesen Job. Musste auch vorweisen, dass er richten kann. Also auch die Henker haben sich, umso länger es diesen Berufsstand gab, sich auch immer mehr versucht zu organisieren. Sich zunftartig sogar zu organisieren, damit auch nicht jeder einfach irgendwie, wie er lustig ist, was macht. Sondern dass man quasi auch so ein Qualitätssiegel, ja, also, ne, ich will jetzt nicht sagen Meisterbrief oder so, ne, aber dass man sagt, jo, ich kann das, so, ne, ich habe das gelernt. Und der musste sich halt darauf bewerben und hat dann in Nürnberg quasi eine Dienstwohnung bekommen für sich, seine Frau, seine Kinder, und musste sich die relativ üppig großes Haus, was geht denn hier draußen ab? Ach so, okay, wir lassen uns nicht stören. Ah, okay. Die Henker hatten sicherlich keine, also ich gehe mal kurz auf die Fragen im Chat ein. Warum, wieso würdest hatten du sie auch nochmal lesen? Damit, ja, ja. Ich kann es nicht. Also ich habe die Frage, wieso hatten sie keine eigene Zunft? Ich glaube, weil sie einfach gar nicht die Rechte hatten. Also die hatten ja nicht mal Bürgerrechte. Und daher auch gar nicht das Privileg eigentlich, sich wirklich als Zunft zu organisieren. Genau, also sie hatten keine Bürgerrechte, halt aber dementsprechend auch keine Bürgerpflichten. Das wurde ihnen auch abgesagt. Und ich denke einfach mal auch, dass es jetzt auch nicht so extrem viele Henker gab, weil die ja wirklich zum Teil sogar ausgeliehen wurden. Von genau, sogenannte Reisehenker, die dann quasi quasi oft, also das wird ja auch bei dem Henker im 16. Jahrhundert aus Nürnberg beschrieben, dass er zwar dort Henker ist, aber auch durchaus mal ausgeliehen wurde und er woanders hin musste. Ne? Aber letztendlich auch dann in dem Bereich häufig sehr freiberuflich unterwegs war. Und wirklich die halt auch immer ganz gut Rechnungen geschrieben haben. Ja, also es gibt sehr viele Belege von Rechnungen von Henkern, die sie so geschrieben haben. Und für jeden Scheiß. Also letztendlich für jeden Handschlag einzeln. Ne? Und wenn er am nächsten Morgen nochmal zum Galgenberg hingegangen ist und nochmal den Toten da zurechtgerückt hat oder so, dann wurde er für eine Rechnung geschrieben. Nochmal Kräne verscheuchen, das Hemd wieder zurechtzuppeln und so. Ne? Ja, super. Und dann hat er dafür eine Rechnung geschrieben. Ja. Also, das war halt so. Dann haben wir hier noch die Frage, die war nicht ernst gemeint, aber musste er auch Probearbeiten? Nee, Probearbeiten sicherlich nicht. Aber er musste schon so eine Art Gesellenstück, wird häufig beschrieben. Also er musste schon zeigen, dass jemand köpfen konnte. Also ich glaube, die meisten, die angefangen haben als Henker, ob es nun die Söhne waren oder nicht, waren häufig ja erstmal die Henkersgehilfen. Und dann hast du es am Schwein vorgeführt, oder? In dem Buch wurde halt beschrieben, dass sie tatsächlich, weil sie ja viel als Abdecker gearbeitet haben, wir haben Hunde und Katzen getötet. Ach so, okay, ja. Kann man auch machen. Na, und dann tatsächlich irgendwann so ein Meisterstück, also dann auch jemanden Kopf abgehackt. Ja, gut.
Ja. Okay. Ja, und dann war das ja, ein guter Henker war ja auch gefragt. Man wollte nicht irgendjemand haben. Und wenn man als Henker seine Hinrichtung versemmelte, dann kann es auch ganz schnell dann mal, dass der Henker gewesen ist. Also weil ich dann auch keiner mehr haben wollte als Henker. Ja, also, ne? Und verständlich, ne? Das ist halt... Ja, nicht so einfach halt. Also ein Beispiel, wo wir uns ja auch drüber unterhalten haben, weil man das öfter liest, und ist, glaube ich, weil das auf denselben Tatsachenbericht beruht, ist halt dieser Henker, der jemand verbrennen sollte und versucht hatte, und das haben, glaube ich, viele Henker gemacht, weil das liest man immer wieder, dass die den Delinquenten beim Verbrennen vorher umgebracht haben. Ja. Und zwar so, dass es für die Masse, für die Menge nicht sichtbar war, um den quasi von seinem Leid zu erlösen. Und es kam auch hinzu, er sollte den zwar verbrennen, aber diese Delinquent sollte aber auch nicht rumschreien wie am Spieß. Mhm. Das wollte nämlich auch wieder keiner. Ne? Dann war das wieder zu viel des Guten. Und dann gibt es halt einen Bericht, wo der Henkers Gehilfe es vermasselt hatte. Der sollte den erdrosseln und das haut aber nicht hin. Und dann hat der Delinquent halt geschrien wie am Spieß, man ist ganz klar. Mhm. Und das, obwohl in diesem Bericht auch steht, dass der... Es ging halt nicht nur ums bloße Verbrennen, also man hat ihn sogar so Pechkränze unter den Arm gepackt, damit es auch wirklich schnell geht. Und man hat ihn, das liest man tatsächlich häufig, den einen Sack mit Schwarzpulver um den Hals gehängt auch noch, ne? Damit es halt so richtig zunder, bummt und schnell geht halt. Ne? Und trotzdem war man der Meinung, ja, lass uns den Feuer erwürgen, erstechen oder irgendwas, so dass die Masse das nicht sieht. Und, oft. Ne? Und gucken hier, so kann ich den Text nicht lesen. Ah ja, hier hat Tina geschrieben, in meinem Heimatdorf stagnierte 1700 der weitere Zuwachs an Bürgern, weil der Scharfrechter am Dorfe wohnte. Sein Nachfolger musste 1712 eine Viertelstunde vom Dorf entfernt sein Haus bauen. Ja, das sind so Sachen, die liest man auch häufig, also dass auch wirklich mit dem Henker ja auch niemand was zu tun haben wollte, weil man ja auch Angst hatte, dass man durch bloße Berührung selber ja unrein werden konnte schon. Ne? Und es geht sogar so weit, dass es halt Berichte gibt, dass der Henker in Gaststätten seinen eigenen Tisch hatte. Und da hat auch kein anderer gesessen. Das war der Tisch nur für den Henker. Und man hat das im 17., 1800 teilweise so weit übertrieben, dass er seinen eigenen Krug hatte. Den hat man vorsichtshalber auch noch an den Tisch festgekettet, damit dieser Krug beim Abräumen, Abwaschen und so bloß nicht in falsche Hände kommt oder so. Solche Sachen, ne? Ja. Oder das ist ja auch eine Zeit, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das ist ja für uns heute schwer vorzustellen. Die Menschen waren ja mega religiös, / abergläubisch. Mhm. Also sehr, sehr religiös und sehr, sehr abergläubisch. Und nur dadurch sind ja viele Sachen so zustande gekommen. Also das war ja für die Leute ja nicht so, so lala, sondern es war ja eine reell existierende Angst, ja, klar, dass dieses Unreine abfärbt, wenn ich mich mit ihm unterhalte, wenn ich mich ihn berühre oder so. Also das hätte keiner einen Henker zu Hause besucht. Nee. Also wär nicht in sein Wohnhaus gegangen oder so, ne? Und das hätte man nicht getan. Und das ist halt ja so eine schwierige Sache mit denen gewesen. Zum einen war man teilweise auf ihn angewiesen, also einmal für die ganze Drecksarbeit, und damit meine ich halt nicht nur das Henken, sondern halt auch Abdecker oder was auch die immer so machen. Zum anderen war es aber ja doch häufig auch der Heiler des kleinen Mannes, weil man sich den leisten konnte, im Gegensatz zu richtigen Mediziner. Und viele haben wahrscheinlich ihr Handwerk gut verstanden. Also jemand, der einen Arm bewusst ausrenken konnte, konnte ihn meistens auch bewusst wieder einrenken tatsächlich. Oder man weiß auch nicht so genau, was die dann immer so gemacht haben. Der Henker hat ja nicht nur denjenigen geköpft oder erdrosselt, erhängt oder irgendwas, sondern der hat ja meistens den Toten ja auch entsorgen müssen später. Mhm. Und es gibt sogar Berichte, dass sie halt ja Menschenfett auch verkauft haben und solche Sachen. Also dann muss er den Toten ja auch wie bei Fight Club oder so ausgekocht haben und solche Sachen. Ne? Und hat sich dadurch sicherlich auch viele anatomische Fertigkeiten angeeignet, die man hätte damals noch gar nicht haben dürfen. Also Da Vinci hat immer noch tierisch irgendwie Panik gehabt, irgendwie Tote aufzuschneiden, weil es einfach ja verboten war. Ja, und das stimmt so nicht ganz. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Mhm.
So, was haben wir noch? Philipp schreibt, den Krug am Tisch festketten, da war wohl nichts mit abwaschen. Ja. Hat der Henker nicht auch Körperteile verkauft? Habe ich tatsächlich auch gelesen in irgendeiner Randnotiz, aber erstmal nicht weiter verfolgt, okay, weil ich das als so abstrus erstmal fand. Ich will nicht bestreiten, dass es das nicht vielleicht gegeben hat, aber sicherlich nicht der Norm entsprach. Nee, das denke ich auch nicht. Behaupte ich mal so, ne? Also. Wusste jetzt auch nicht wofür. Viele Henker hatten tatsächlich so ein Maß an Grundbildung, obwohl sie keine Schulen besuchen durften, aber sie waren ja in der Lage, Rechnung zu schreiben. Also konnten viele konnten lesen und schreiben. Tatsächlich. Finde ich auch sehr spannend. Das muss ja von Familie immer so weitergegeben worden sein. Wo machen wir weiter? Also sehr spannend finde ich, weil ich da halt dann so drüber gestolpert bin, halt, wie eingangs erwähnt, das Richtschwert. Ja, lass doch darüber dann reden. Da habe ich auch noch ein paar Anekdoten zu, vor allem was den Aberglauben an Richtschwerter anbelangt. Ja, dann hauen wir mal erstmal so ein Bild rein von so einem typischen Richtschwert. Das kannst du, glaube ich, gerade nicht sehen, aber das ist so ein typisches Richtschwert. Das, was wir da jetzt sehen, ist aus dem 17. Jahrhundert. Ganz typisch ist halt eine parallel laufende, gerade fette Klinge. Keine Spitze, also wie so ein Buttermesser, Spitze weg. In dem Richtschwert hatten nicht alle, aber sehr, 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 sehr viele. Oben diese drei Löcher am Ort. Zum einen vermute man, weil es das nachträgliche Anspitzen des Schwertes erschweren soll, wenn das so präforiert ist. Und es soll auch die Dreifaltigkeit symbolisieren. Ah ja, okay. Ne? Also, weil das ja alles was sehr religiös ist. Viele Richtschwerter sind, so wie man das auf denen sehen kann, graviert, geätzt. Mhm. Also ich hatte heute noch eins gesehen gehabt, das ging bei Hermann Historiker, glaube ich, für 9.000 Euro weg. Ein Richtschwert von Henker aus Prag. Da war sogar sein Name drin. Ja, das gab es auch öfter. Ne? Also, dass die Namen eingraviert waren. Vor allem der Familienname halt. Ne? Weil der Familienname, genau, weil es wahrscheinlich vererbt wurde. Was man auch sehr häufig sieht, ist man, glaube ich, auf dem Bild auch den Galgen ist so mit reingraviert. Mhm. Oder auch das Rad vom Rädern. Das sind so Standardsachen. Teilweise mit Sprüchen. Ja. Mit Ornamenten. Umso später man in die Zeit kommt, also im 17. Jahrhundert, wird es immer heftiger teilweise. Mit richtig nicht nur reingeritzt oder reingraviert, sondern richtig so mit Ätzung. Mhm. Dass du da halt wirklich so sehr kunstvolle Sachen hast. Ja, und das Richtschwert war ja letztendlich für den ehrenvollen Tod gedacht. Also jemand, der sich das verdient hatte. Also überwiegend waren es Adlige, die mit dem Schwert geköpft wurden. Weil für viele andere Sachen waren andere Todesstrafen vorbehalten. Ja, keine Ehrbaren. Keine Ehrbaren, keine genau. Ne? Und ja. Dann liest man halt ein bisschen unterschiedliche Sachen über diese Richtschwerter. Zum einen, dass die wohl so waren, damit sie sich bloß auch nicht zum Kämpfen eignen. Oder so schlecht wie möglich. Und damit es auch nicht zu verwechseln ist mit dem ehrenvollen Schwert. Also das Richtschwert ist auch kein ehrenvolles Schwert in dem Sinne. So. Also es ist ein Arbeitsgerät. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es sollte auf jeden Fall nicht es als Schwert für den Kampf dienen oder nicht so. Nicht das Statussymbol, das du hattest, wenn du das Privileg hattest, ein Schwert zu tragen, sondern es war das Schwert des Henkers. Genau, ne? Und Seller schreibt gerade hier vor allem einen Halbhänder. Was heißt ein Halbhänder? Also die waren teilweise sehr lang, also hatten Klingenlängen von 80 bis 90 Zentimetern viele. Wobei man sagen muss, es gab auch kürzere. Und auch wenn man mal bei Google Bildersuche sich so Richtschwerter anguckte, die gingen auch mit der Mode. Also du hast im 16. Jahrhundert auch Richtschwerter mit will jetzt nicht sagen Pariernagel, aber mit so Schlaufen dran, wie man das von so einem riesengroßen Gassenhauer irgendwie sich so vorstellt. Du hast später Schwerter gehabt, die teilweise dann ja auch schon ein bisschen an diese Griffkonstruktionen von einem Säbel oder so erinnern. Mhm. Die sind halt auch mit der Mode gegangen, so ein bisschen. Das fand ich sehr interessant.
Es gab wohl sowohl Schwerter halt im Privatbesitz der Henker, die dann halt so durchvererbt wurden wahrscheinlich. Also es gibt ja auch eine Aufzeichnung über so eine Randnotiz in irgendeinem Buch über einen Henker in Hamburg. Da wurde halt beschrieben, dort wohnt er mit Frau, Weib und Schwert. Na, und es gab aber auch Schwerter, die sicherlich den Henker nicht gehörten. Also in Nürnberg wird halt beschrieben, die hatten ihr eigenes Richtschwert gehabt. Und wenn die Prozession dann losgezogen ist, also der Richter und der Geistliche und der Verurteilte und alles, was so dazugehört, quer durch die Stadt bis zum Richtplatz, dann wurde das Schwert halt auch mitgebracht. Und das wurde dann da den Richter gegeben, den Nachrichter, den Henker, und der hat damit dann den Kopf abgehauen und dann wurde das wieder zurückgeschlossen. Ja. Na, ja gut, aber ich sag mal gerade Nürnberg, also wenn nicht Nürnberg, wer sonst hatte seine eigene Schwerter? Hier steht gerade, Marion schreibt, im Zeughausmuseum in Vechta ist eins ausgestellt. Ich weiß, in Bremen, im Focke-Museum ist ein altes Richtschwert aus Bremen ausgestellt. Dazu habe ich, wenn das das Richtschwert ist, also ich weiß nicht, ich habe was gelesen über einen Bremer Scharfrichter. Und der Aberglaube unter der Bevölkerung hat gesagt, dass jedes Mal, wenn das Richtschwert klingelt, also einfach so klingelt, ja, dann steht eine Hinrichtung bevor. Und es war 1539, hat der Bremer Scharfrichter oder sein Schwert angeblich 80 Mal geklingelt. Und ist dann irgendwie das letzte Klingeln, also das 80. war wohl ganz dumpf, ist es geendet. Und hat er wohl kurz danach ewig viele Seeleute, also höchstwahrscheinlich Piraten, standhalten, Seeleute, geköpft. Und wurde danach aber mit seinem eigenen Richtschwert auch enthauptet, weil er der Zauberei angeklagt wurde. Ah, ja. Du kannst gehen. Thomas schrieb gerade noch, dass es viele Überlieferungen gibt, das habe ich auch so gelesen, wo Delinquenten zum Tode durch das Schwert begnadigt wurden. Also das war quasi die Begnadigung. Eigentlich wäre er laut der Straftat, und vieles ist geregelt worden, je nach Verbrechen, hieß es nicht so, zack, der ist des Todes und wir töten immer so und die töten immer so oder so. Also ich sag mal so wie in den USA, gerne die Todesspritze, und woanders wird immer die Guillotine genommen und da wird immer das. War das halt so, dass halt für bestimmte Strafen es halt bestimmte Arten gab, wie man halt hingerichtet wurde. Das war ziemlich genau festgelegt. Ich sag mal, für Intensivtäter, wie man es heute nennen würde, also Leute, die mehrere Sachen irgendwie verbrochen haben, das hat sich dann auch kumuliert. Dann wurdest du geköpft, erhängt, gerädert. Genau. Alles in der Reihenfolge dann auch. Also je nachdem, wie du schuldig gesprochen wurdest. Und das Ding ist halt bei dem Bericht, wo es darum ging, wo die Erdrosselung nicht funktionierte, geht es aber auch darum, dass der Angeklagte halt auch darum bittet, begnadigt zu werden und halt gerne den Kopf abgeschlagen haben möchte, und ihm das aber nicht gewährt wird. So, aber das ist durchaus, glaube ich, üblich gewesen, dass man halt, also was heißt üblich, aber die Form einer Begnadigung es sein kann, nicht okay, wir begnadigen dich im Sinne von, wir wandeln deine Strafe in lebenslange Haft um, sondern die Begnadigung war halt okay, wir verbrennen dich nicht, sondern hauen dir den Kopf ab. Es gab aber auch zum Teil Begnadigung von lebendig begraben auf gut, wir ertränken dich. Gab es auch. Gab es auch, ja. Also. Das stimmt. Dann schönen Gruß an Jan, der ist gerade angekommen. Habe ich hier noch irgendjemand überlesen? Ralf ist da. Wer auch immer Ralf ist jetzt, aber schön, dass er da ist. Und könnte mein Dad sein, aber ich weiß es nicht, kann den Chat nicht sehen. Ach so. Heißt dein Dad Ralf 71957 und guckt lieber Twitch als YouTube? Nein. Nein. Okay. Jetzt lese ich gerade, das wäre das nächste, worauf ich eingegangen wollen würde. Bei uns. Aber du hast eben kurz übersprungen. Alles Gute zum Geburtstag, Jan. Darauf ja, wolltest du genau. Höchstwahrscheinlich hinaus. Ja, schönen Gruß, Jan. Alles Gute zum Geburtstag. Dann wollen wir ganz kurz nochmal. Genau, hier gab es Erkennungszeichen für Henker. Spezielles Tragen von Farben zum Beispiel. Gehe ich gleich drauf ein. Ich muss mal gucken, der haut so schnell durch hier. Der Chat teilweise. Es gibt tatsächlich Überlieferungen in manchen Gegenden, dass die spezielle Farben tragen sollten.
Wobei aber auch gar nicht klar ist, musste er sich immer kenntlich damit rumlaufen oder sollte er diese Farben tragen bei der Hinrichtung? Das ist nicht ganz deutlich. Ansonsten kann man erstmal davon ausgehen, lief er rum so wie alle. Also, es gibt tatsächlich aber viele Berichte, wo er halt für die Hinrichtung sein bestes Stück angezogen hat. Also wirklich geile Klamotten und das auch gezeigt hat und auch bei der Hinrichtung. Ich meine, das war ein Event. Das war ein richtiges Event und da haben sie alle irgendwie für fertig gemacht. So, ne? Und eben halt auch der Henker. Es gibt auch Überlieferungen, dass der Henker aber rot tragen sollte. Oder jetzt hier lese ich gerade, dass der in der Gegend eine Hahnfeder tragen musste am Hut oder so. Aber das ist nicht allgemeingültig und es galt auch nicht für überall. Also letztendlich ist es, glaube ich, eine lustige Farbensymbolik, die dann durch die Mittelalterszene grassiert, wie Prostituierte müssen Geld tragen, genau, oder irgend so ein Tüdelkram. Ne? Also genau, man kann das nicht festmünzen, es war im Mittelalter so, sondern dort war es so, dort war es so und dort war es Schiedigord. So in der Art erstmal. Also, und wenn man sich die ganzen Abbildungen anguckt von Hinrichtungen, Henkern und Co., findet man da auch keine klare Linie drin. Nee. Absolut nicht. Also, jetzt muss ich erstmal wieder runter scrollen. Bei den Landsknechten gibt es oft die Abbildung mit einem Stück Seil mit Schlinge am Gürtel. Ja, als Glücksbringer. Und zwar, das ist, kenne ich überwiegend aus dem 30-jährigen Krieg, dass man sich Galgenstricke als Glücksbringer mitgenommen hat. Also Leute, die auch, also dass man den Galgen abschnitt und dann diesen Galgen mitgenommen hat und aufbewahrt hat, sich mit unterm Wams getragen hat oder am Gürtel in der Hoffnung, ich habe den Galgenstrick dabei, aber mit dem wurde ja schon jemand erhängt. Ja. Ne? Also um sich da, also die waren halt sehr, sehr abergläubisch. So. Und das auf jeden Fall. Ralf, hängt der Chat momentan nur etwas ruhig. Das liegt daran, dass wir sowohl bei Twitch als auch bei YouTube senden und wir hier beide Chats miteinander verbunden haben. Und für gewöhnlich bei Twitch viel, viel weniger los ist. Und du kannst wahrscheinlich, wenn du bei Twitch bist, leider nur die Twitch-Nachrichten lesen. Genau, hier, unsere Regie hat auch ein bisschen was rausgehauen zur Kleidung. Anfänglich waren Farben Rot und Grün Pflicht. Wie gesagt, galt halt nicht für überall. Oder später graue Mäntel. Das ist, glaube ich, so, was man so findet bei Wikipedia auch ratzfatz, glaube ich, ganz schnell. Oder Henkermuseum, ne? Es war wichtig, dass sie erkannt werden. Dass die anderen Bürger den Henker erkennen konnten. Genau, also, weil auch ganz wichtig war, dass keiner aus Versehen mit ihnen Shake Hands macht, ein Bierchen trinkt oder eine Party machen geht oder so, ne? Also das... Das sollte nicht sein. An Ralf, wie findest du uns bei YouTube? Bei YouTube gibst du einfach mal Keines Weibes Knecht ein und da solltest du dann hoffentlich unseren Kanal finden. Und dann, und das gilt auch für alle anderen, wenn wir schon mal dabei sind, dann lasst einen Daumen nach oben, drückt oben die Glocke zum Abonnieren. Ne, das ist, glaube ich, um Nachricht dann zu bekommen. Abonnieren könnt ihr da. Irgendwo gibt es einen Knopf. Da drückt ihr rauf zum Abonnieren. Thomas ist kalt, weil das Feuer war. Oh ja, das Feuer ist immer noch aus. Mir ist kalt, sagt Thomas. Das ist aber ein krasses Feuer, wenn das bis zu dir hin wärmt. Dann. Habt ihr noch Fragen? Sonst tüdeln wir einfach mal so ein bisschen weiter. Also, es wird nicht die letzte Sendung heute sein über das Thema, aber noch nicht unbedingt nächste Woche. Ja gut, wir können es ja auch einfach weiterführen. Wir können es auch mal weiterführen, ne? Wenn wir sonst nichts haben, ja, können wir das auch weiterführen. Also wir kratzen das Thema heute erst an, weil man doch festgestellt hat, sehr umfangreich. Es ist ein sehr umfangreiches Thema. Man muss tatsächlich anfangen, Quellen zu sortieren, nach Jahrhunderten das tatsächlich. Ist das, ne? Das ist das größte Problem. Weil dieser Berufsstand sich so wandelt und genau, vieles, was man so findet, wird einfach immer alles in einen Topf geschmissen. Und man muss überhaupt gucken, wo kommt das her, wo geht es hin. Und das ist sehr spannend und nicht so leicht zu begreifen. Halt, ne? Wie zum Beispiel die Henkersmaske. Die ist dann halt später, immer häufiger taucht sowas auf, wo man noch gar nicht so genau weiß, warum, wieso.
vermutlich anfangs, weil der Henker sich selber schützen wollte vor so Sachen wie böser Blick oder so. Speziell im 17. Jahrhundert, wenn es dann so mit Hexerei und so losgeht. Also dass es so eine Art Schutzmechanismus war. Sich später tatsächlich aber im 19., 20. Jahrhundert wandelte zu, er soll nicht erkannt werden. Ja. Also weil der Henker nämlich, also der letzte Henker von Paris, der war eigentlich Beamter. Also irgendwie sowas wie Postbeamter. Und war zusätzlich halt Henker. Ne? Und der wollte nicht erkannt werden in seiner Tätigkeit als Henker, was ganz klar ist, weil er einfach einen ganz normalen Job hat, einen ganz normalen Beruf lebt, ja, und Co. Und also da hat sich dann halt vieles geändert. Ne? Und das ist halt schwierig dann, wenn man so Artikel liest, Texte liest, man muss immer gucken, von welcher Zeit reden die denn überhaupt? Erstmal, was meinen die? Dann musst du halt am besten eine Quellenangabe finden, damit du auch erstmal was Zuverlässiges finden kannst, weil sonst kommst du nachher zu so einem riesen Einheitsbrei, wie man ihn auf vielen, ja, Fantasiespektakeln findet, wo man dann eigentlich nur mit dem Kopf schüttelt und sagt, na gut, wenn es dann so ist, macht ruhig, was ihr wollt, aber nervt mich nicht damit. So, und das ist halt sehr schwierig. Ich hatte zu den Richtschwertern auch noch gelesen, dass man das im Mittelalter wirklich so gemacht hat, dass man sein Kind dem Henker vorgeführt hat. Und sollte das Kind später straffällig irgendwann mal werden, dann hat das Schwert gestöhnt oder halt so ein Klagelaut von sich gegeben. Mhm. Dann konnte der Henker dem Kind in den Nacken einen Schnitt setzen und dadurch verhindern, dass dieses Kind diese Straftat irgendwann mal begehen wird in seinem späteren Leben. Fand ich auch sehr, also so viel wieder zum Aberglaube. Ja, ja, also die Welt war sehr religiös und sehr, sehr abergläubisch. Also. Aber ich frage mich halt immer, wie kommen solche Sachen zustande, dass so ein Schwert so ein Klagelaut von sich gibt oder dass es klingelt irgendwie 80 Mal und das sind dann doch so Sachen. Ja, haben auch schon Fantasy-Romane gelesen, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Doxen will immer noch, dass wir nächste Woche uns um Kneipenwürz und Gildenhäuser und so kümmern, thematisch. Finde ich auch ein spannendes Thema. Aber dann werden wir die nächste Woche machen. Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen bei Henker und Co. Weil doch die Zeit, 7 Tage sich in ein Thema reinzufuchsen, sehr, sehr knapp ist. Bis man einen Überblick hat, bis man guckt, was gibt es an Literatur, bis man sich die beschafft hat, besorgt hat, komplett gelesen und gesichtet hat. Also bei all dem, was ich jetzt rumliegen habe zum Thema Henker, Scharfrichter und Co., kann ich noch lange dran rumlesen. Ja. Also es geht halt nicht so fix, deshalb werden wir, glaube ich, erst dieses Thema noch näher vertiefen, glaube ich. Wie viel Platz haben wir für Studiogäste? Das kommt ein bisschen drauf an, was Corona so sagt, wie viel Abstand wir halten müssen. Ansonsten ist halt ja, unsere Wachstube ist halt nicht größer als das, was ihr so seht. Also die Leute müssen hier schon so reinpassen irgendwie und das macht die Sache schwierig. Ralf will wissen, wie oft wir auf Twitch streamen, genauso häufig wie bei YouTube, immer parallel, einmal die Woche, immer donnerstags 20 Uhr. Das halten wir momentan auch sehr eisern durch, tatsächlich, ne? Wenn es klappt, ja. Wenn es klappt, ja. Habt ihr noch Fragen, bevor wir in den späteren Sendungen näher einsteigen? Ich werde in der Videobeschreibung auf jeden Fall den Link zum Mittelalterlichen Kriminalmuseum mit der Bücherliste, die ich da sehr empfehlen kann, mal reinstellen. Werde im Hinterkopf behalten, dass Doxen gerne was über Kneipen und Wirtshäuser machen möchte. Ja, das möchte. Wollen wir also auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Finde ich auch sehr spannend. Womit wir uns ja noch gar nicht beschäftigt haben, jetzt wir sind Henker, was sind seine Tätigkeitsfelder? Was gab es denn überhaupt an Hinrichtungsmethoden? Etliche, tatsächlich. Es gab etliche Folterungsmethoden, sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, irgendwie. Weil alleine das eine Sendung für sich ist, ja, quasi, ne? Oder zwei oder drei, also. Was auch immer. Also da war die Fantasie der Menschen grenzenlos halt, ne? Was mich tatsächlich die letzten Tage eher interessierte, war, was waren das für Menschen? Wie sind die mit umgegangen? Waren das
freakige Sadisten oder mussten sie es tun, weil sie diesen systemrelevanten Job hatten, da nicht rauskamen? Eine Mischung aus beiden. Es gab sicherlich sowohl als auch. Mit Sicherheit gab es auch unter den Leuten. Man liest unendlich viel über Alkoholmissbrauch in der Zunft. Was auch wiederum, man glaubt, man liest so viel darüber, weil es halt nicht gerne gesehen wurde auch. Also niemand wollte einen betrunkenen Henker haben. Na, aber da gibt es viele Aufzeichnungen tatsächlich drüber. Das Ding ist, denke aber auch einfach mal, dass wenn du so einen Job verrichtest, das geht ja, auch wenn du vor 500 Jahren gelebt hast, auch so nicht spurlos an dir vorbei. Also das ist ja eine Sache, die nicht schön ist. Ne, also der Henker da aus Nürnberg, der Franz Schmidt, der hat halt in seinen Aufzeichnungen 300 Hinrichtungen verzeichnet. Ja. Also er allein hat 300 Hinrichtungen gemacht. Ja. In 40 Jahren, glaube ich. Das war ziemlich lange, Henker. Und das fand ich schon abgefahren. Interessant war ich nochmal zu diesem Systemrelevanten, da war hier eine nette Beschreibung nochmal drin, warum dieser Job so wichtig war. Muss ich mal kurz raussuchen. Mit seiner Hilfe konnten die Herrschenden in einer von Gewalt und Rechtsunsicherheit geprägten Gesellschaft, in der die große Mehrheit der schweren Straftäter niemals zur Verantwortung gezogen wurde, zumindest bis zu einem gewissen Grad Gerechtigkeit schaffen. Die ritualisierte Gewalt, die der Scharfrichter im Namen der Gemeinschaft ausübte, rächte erstens die Opfer, setzte zweitens die Gefahr ein Ende, die von dem betreffenden Verbrecher ausging, statuierte drittens ein abschreckendes Exempel und verhinderte viertens weitere Gewalt von Seiten wütender Verwandter oder Lynchmobs. Also naja, das war sein Job quasi, ne? Und das, weil die Gesellschaft halt so geprägt war. Ja, na sicher. Ja, und das fand ich auf jeden Fall sehr, also so funktioniert das Rechtssystem halt damals viel einfach. Das Problem musste weg. Das Problem sollte so weg, dass es Nachahmer quasi gleich abschreckt und die Folgen am besten auch gleich mindert. So, ne? Und genau, Biro fragt, Vorschriften, wie zu foltern oder zu richten war. Wechselt das ja auch tatsächlich sehr in den mehreren Jahrhunderten. Und B, ist es tatsächlich ziemlich genau vorgeschrieben. Ziemlich genau. In also fast allen Jahrhunderten irgendwie. Also auch wortwörtlich, was du den Delinquenten zu sagen hattest, gab es Sprüche, die gesagt werden mussten. Also wie gesagt, das war wirklich ganz, ganz, ganz genau festgeschrieben, wie du wen zu foltern hast. Und was du machen darfst und wer anwesend sein muss und da haben die schon sehr genau geplant. Also man kennt das ja auch gerade später in der Zeit im 17. Jahrhundert, die Hexenverfolgung und Co. Das ist ja auch wie so eine peinliche Befragung. Da gab es ja im Hexenhammer genaue Vorschriften, wie sowas abzulaufen hat, wie das funktionieren muss. Also wie also eine Befragung und auch wie so eine Folter. Und es gibt sogar ziemlich genaue Aufzeichnungen darüber, was gilt als Folter und was ist noch keine Folter. Ja, ja, ja. Ne? Also vieles, was damals noch gar nicht als Folter galt, ist heute schon längst durch allen Menschenrechten durchgefallen. Ne? Und damals war, nee, das ist noch keine Folter. 48 Stunden, 72 Stunden lassen wir den wach. Nö, das zählt noch nicht als Folter. Also es wurde meist in drei Phasen irgendwie wieder die Folter. Das war erstmal das, zuerst hast du gezeigt gekriegt, was für Werkzeuge da vor Ort sind und was man damit macht. Und das hat meist schon gereicht, damit die Leute gestehen. Oder oft gereicht. Dann beim zweiten wurden dir Schrauben angelegt und sowas alles. Und beim dritten durftest du dich vollkommen ausleben. Kann ich auch nochmal genau gucken, die sind auch genau beschrieben, diese Prozesse, wie sie heißen, diese drei Phasen. Und danach war dann erstmal, wenn du es denn überlebt hast, Ruhe angesagt, bis zum nächsten Mal. Kam hier noch eine Frage von Eat My Shorts, konnte man nicht einfach in eine andere Stadt gehen und dort was anderes machen? Diese Problematik wird tatsächlich in diesem Buch Ein Henkersleben in Nürnberg auch beschrieben. Der Vater von Franz Schmidt, der war ursprünglich nämlich Förster und gar kein Henker. Und ist durch Zufall ausgesucht worden, weil es halt keinen Henker gab, eine Todesstrafe zu vollziehen. Also es gab keinen Henker, den hatten sie nicht und es brauchten aber jetzt jemanden, der mal eben drei Leute köpft. Und weil sein Herr ein bisschen angepisst war von ihm als Förster oder warum auch immer die Streitigkeiten hatten, wurde er halt ausgebildet und musste das machen. Und ist dadurch halt in Ungnade gefallen. Also dadurch, dass er diese Todesstrafe vollstrecken musste, obwohl er vorher ein freier, ehrbarer Bürger war,
war er halt plötzlich keine. Er war Bürger mehr, sondern war halt unrein und war der Henker und kam aus dieser Nummer nicht mehr raus. Ab da war auch klar, dass seine Frau, seine Kinder alle unehrbar und hingen halt drin in dieser Tretmühle. Und auch da gab es dann Überlegungen, warum ist er nicht gegangen? Also warum ist er nicht abgehauen? Aber wo willst du erstmal hin, wenn nichts? Außerdem ist damals abhauen und gehen anders als heute. Ja. Also du musst halt normal zu Fuß, zu Pferd oder wie auch immer. Und er hatte aber ein Haus und so alles ja gehabt. Also er hatte ja ganz, ganz vieles und hat sich deshalb sein Schicksal gefügt, wo er war. Und sein Sohn, der später Henker wurde, dem ganz schnell klar war, er will raus aus dieser Nummer, früher oder später, hat sich dann wegbeworben und ist, also tatsächlich beworben als Henker dann. Ne? Er hat gesagt, hier, das ist ein kleines Vogeldorf, hier werde ich nichts. Und ist dann halt Henker von Nürnberg geworden. Also wurde dann eingestellt als Henker von Nürnberg. Und hat dann in Nürnberg wiederum zum Beispiel ja auch Privilegien gehabt, die hatten viele nicht. Also man muss ja überlegen, der Job ist scheiße, das ist alles Kacke. Aber er hatte auch Privilegien, die hatten andere Menschen nicht gehabt. Also er hatte in Nürnberg eine Dienstwohnung gehabt, ein eigenes Haus für Frau und Kinder, was er sich lediglich teilen musste mit dem Gerichtshilfen, also mit dem Henkers. Ja, du hattest Logis frei schon mal. Und das war schon mal nicht so schlecht. Und das ist halt, und das ist auch so eine Sache, du kannst auch nicht als Fremder einfach irgendwo hingehen und sagen, so jetzt hier bin ich. Die wollen nämlich auch alle wissen, wo kommst du her und warum und wieso. Und konntest auch nicht einfach so Fuß fassen in einer Stadt. Nee. Es reicht nicht als Nobody, als Fremder. Ein ganz schöne, unfreier Bauer werden. Hip, hip, hurra. Also, ne, du hast ja auch nichts. Also, es gab ja auch keine Sozialhilfe, kein gar nichts. Also wenn er nichts hatte, dann hatte er halt nichts so. Ne? Und ja, das sind so Sachen, wo man aber gucken kann. Biro fragte, beim nächsten Mal vertiefen, war, glaube ich, halt diese Vorschriften für Foltern und Richten. Können wir mal gucken, dass wir uns darum, das ist, glaube ich, auch so, wo du jetzt schon viel drüber gelesen hattest. Und ich glaube, das ganze Thema Folter habe ich bis jetzt in der ganzen Woche Recherche komplett ausgeblendet erstmal, komplett weg. Also, weil es einfach so unendlich viele große Themenfelder sind. Habe ich noch irgendjemand übersehen im Chat? Das kommt durchaus mal vor. Sind noch irgendwie Fragen, die jetzt so ganz dringend brennen oder wo wir es noch vorbereiten sollen für nächste Woche? Dann vielleicht jetzt nochmal schreiben, weil das hier nicht immer alles so ankommt hier. Was fandst du ganz spannend an dem Thema bisher bei deinen Recherchen? Wo sagst du krass? Ja gut, ich sag mal, ich habe mich ja jetzt hauptsächlich schon mal mit diesen ganzen Foltergeschichten und Todesurteilen, was gab's, wann, wo und warum vor allem. Vor allem dieses Warum fand ich sehr interessant. Und ich fand ja sehr interessant oder ja doch sehr interessant eigentlich, dass sehr viel unterschieden wurde zwischen Mann und Frau, was welche Urteile anbelangt. Wo ich sagen muss, weiß nicht, glaube ich, wäre auch damals lieber, wenn es darum gegangen wäre, irgendwie hingerichtet zu werden, glaube ich, lieber ein Mann gewesen als eine Frau. Weil das mir alles irgendwie grausamer erscheint, als das, was Männer durchleben mussten. Ich meine, Männer hatten das Rädern vielleicht so, was denen gehörte, aber Frauen hatten halt so lebendig begraben und sowas so. Ertränken, das waren hauptsächlich Frauengeschichten und das sehr unschöne Sachen. Okay. Was ich auch, wenn es nochmal ums Vertiefen geht, Folter und Co., dass man da auch nochmal ganz stark so ein bisschen unterscheiden muss zwischen Hexenprozessen und anderen Prozessen. Ja. Das ist nochmal eine Sache für sich, diese ganzen Hexenprozesse, die dann halt im 17. Jahrhundert aufkamen. Gut, und das kam ja 18. Alles ein später dann. Ne? Das ist noch mal ein ganz anderes Thema für sich, da kümmern wir uns bestimmt auch noch mal drum, aber ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal vorwiegend um das, was davor war. Und weil dieses Thema mit den ganzen Hexenprozessen und peinlichen Befragungen und. Ich meine, da gibt es. Sind auch noch mal x Themen. Was mich wunderte, ist tatsächlich, dass es. Man guckt ja mal, kannst du mal eine Doku abgreifen, abends so zum Schlafen gehen oder so. Es gibt zum Thema nichts wirklich vernünftig Gutes. Nein, ne? Nein, gar nichts. Ich habe eine Doku gesehen, die brauchte ich nicht wenigstens sofort ausmachen. Irgendwie. Und auch das war, weiß ich nicht, History Terror X, irgend so ein Tüdelkram.
da ist ja auch mal unser deutscher Gerichtsmediziner durchs Bild gelaufen hier, du weißt, wie du meinst. Benecke. Benecke, mhm. ne? Und hat da auch mal so ein bisschen was hier und dazu gesagt. Das war das Einzige, was man so halbwegs nicht sofort mit Angst wieder ausschalten musste. Aber sonst gibt es tatsächlich zu dem Thema auch nichts. Irgendwie, also wirklich gar nichts. Ja. Nichts Dolles. Ja. So weit, so gut erstmal, würde ich sagen. Sind jetzt noch Fragen, die ihr so habt, bevor wir sonst die Sendung beenden und dann die nächste Woche dann noch tiefer reingehen in die Materie? So, ihr könnt auch, das ist jetzt auch gar nicht unbedingt Chat hauen, ihr könnt das ja, könnt ihr mal diese Kommentarfunktion endlich mal benutzen, irgendwie, und was in die Kommentare schreiben. Und dann haben wir halt auch was, wo wir sagen, okay, das ist interessant, das ist interessant, das wollen wir wissen, oder dieses Thema ist ja auch so mega erschlagend, also auch für mich, mhm. also ne, die Bücher stapeln sich plötzlich in der Stube, so, das ist geil, das ist geil, das, und man weiß ja auch gar nicht, wo du anfangen und aufhören ja. sollst, irgendwie, ne, und ne, zum Beispiel ja, diese Frage, durfte den Henker nicht in die Kirche beziehungsweise zum Gottesdienst, ja, je nachdem, wo er auch Henker war, zum einen so, zum anderen so, also in manchen Kirchen hat man ihn nicht reingelassen, zum anderen hat man aber auch erwartet, dass er ein sehr gottesfürchtiger Mensch ist, und wiederum, gerade im 17. Jahrhundert, wo es dann auch aufkam mit Kirchenbänken und so, gab es Kirchen, die hatten einen eigenen Platz in der Kirche auch für den Henker. Also der war für ihn reserviert, nur für ihn. Und er hat da gefälligst jeden Sonntag zu erscheinen. Ja. Also wirklich, da hat man auch peinlich genau drauf geachtet. Also der war sowieso ja auch, selbst wenn keiner was mit ihm zu tun haben wollte, war er ja durchaus, heute würde man sagen, eine Person des öffentlichen Lebens. Ne? Oder von ja. öffentlicher Bedeutung auch. Also man wusste eigentlich in so einem Ort ziemlich genau, wer ist der Henker. Und man hat, glaube ich, ziemlich genau drauf geschaut. Und die soziale Kontrolle war da, glaube ich, sehr hoch auch. Ja, was der macht oder nicht. Also selbst was gerade der, er. Ne, gerade was macht er. Ja, selbst halt wenn auch. Er nicht in der Stadt wohnt, sondern außerhalb, weil er auch noch Abdecker ist oder Sündenbock Gerber auch oder so, war ja auch noch so ein netter Job mhm. für Henker. Und alles, was stinkt und ne? schmutzig ist. Genau. Das haben wir vorhin einmal ganz kurz erwähnt. Im Barock konnte der Henker sogar Menschenfett verkaufen. Daraus wurde dann Hexensalben gemacht, etc. Und was man eben auch dazu sagen muss, es gibt sicherlich auch Millionen Geschichten rund ums Thema, die einfach auch der Fantasie entspringen. Ja, also der Fantasie klar. der damaligen Menschen. Der ja. Fantasie und ja nicht mal unbedingt der Fantasie, sondern einfach wirklich dem, was die geglaubt haben. Was zusätzlich zu dem, dass man damals noch ganz andere Sachen geglaubt hat, dann durch das stille Postprinzip irgendwie sich aufgebauscht haben. Ja. Also ganz klar, ne? Gut, dann hoffe ich, dass ihr diesen groben ersten Einblick irgendwie schon mal spannend fand, dass wir uns nächste Woche Donnerstag wiedersehen um 20 Uhr. Und dann gehen wir halt noch tiefer rein in die Materie. Wenn da noch Fragen sind und irgendwas interessant ist, haut es in die Kommentare raus. Und ich werde nochmal das Museum verlinken, wir werden das ein oder andere Buch nochmal verlinken. Und ja. Dann machen wir da nächste Woche weiter. Genau, dann freue ich mich für eure rege Beteiligung. Also heute war im Chat auch richtig viel los, das finde ich gut, das macht Spaß, dann kann man gucken, drauf eingehen. Klar. Super. Ich finde es auch schön, dass wir regelmäßig mehr Leute werden, dass das Stammpublikum auch generell größer geworden ist. Also dass es halt auch immer mehr Leute gibt, die halt regelmäßig genau reingucken, und das finde ich super, das macht Spaß. Ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, eine super tolle Restwoche, und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschö. Kontinenten wird das Schlachten auch nicht enden. Wir sind viele, die erlegen und bezahlt. Denn es ist des Söldners Glück, bleibt kein Leben fein zurück. Solltet ihr euch nicht ergeben, ist das Leben schnell vergeben. Blut, Gold, Blut, Gold.